Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mount & Blade 2 Bannerlord. Ja, wir sind einer Armee wieder beigetreten, hier Raganwards Armee. Wir befinden uns noch mit Vlandia im Krieg, mit Batania haben wir Frieden geschlossen. Ja, momentan zahlen die Batanianer das südliche Imperium, die Kuhzeit und das nördliche Imperium jeweils Tribut an uns hier. Das ist schön, das versuchen wir natürlich bei den Vlandianern auch, also wir versuchen nicht, dass wir uns ergeben und Frieden schließen, sondern dass die es tun und uns Tribut zahlen. So, wo geht's hin? Reis zum Bock Gesegos zum Belagern. Na, da bin ich mal gespannt. Wir behalten das Geschehen wieder im Auge. Und wenn wir merken, dass der Kampf sinnlos erscheint, dann versuchen wir uns da so ein bisschen dem Kampf zu entziehen. Es ist nicht verkehrt, dass man auch mal einen Kampf verliert, allerdings geraten wir dann in Gefangenschaft und verlieren all unsere Truppen, müssen diese dann neu aufbauen und unsere Gefährten und unser Bruder werden zerstreut, die müssen wir dann auch erstmal neu hinzuholen, ja, da müssen wir dann mal gucken, wie das Ganze so abläuft. Okay, das Verhältnis ist auch nicht so optimal. 121 gegen 477. Ja, die Miliz und die Garnison, die sind natürlich in besserer Ausgangslage, einfach weil sie hier dicke schützende Mauern haben. Das Ganze können wir wiederum umgehen, wenn wir die Mauern einreißen. Das liegt aber nicht in unserer Hand, das muss der Truppführer hier machen, der Belagerungsführer. Und da geht es auch schon los, der möchte direkt angreifen, so wie scheint. Ja gut, dann machen wir da mal mit. Schauen wir mal, dass wir hier die Festung vielleicht einnehmen können. Ja, Schlachtordnung. Seid ihr nicht der Anführer der Begegnung, wird der Schlachtordnungsbildschirm in einem geschränkten Zustand geöffnet. Das heißt, höherrangige Fürsten wählen ihre Formation zuerst aus. Danach weist ihr euch selbst einer Formation zu und kontrolliert diese. Versucht einmal, euch einer verfügbaren Formation zuzuweisen. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben Bogenschützen und wir haben Bogenschützen. ja, weisen wir uns vielleicht mal einen von denen zu. Und wir reiten ein bisschen vor, gehen in Deckung und versuchen ein paar Pfeile zu setzen. In der Hoffnung, nicht getroffen zu werden. Schnell weg. Ach, verdammt. Schießen ja immer nur gegen Schilde. Ja, war gut. Können wir dafür Sorge tragen, dass so ein paar Leute hier zumindest an den Burgmauern weniger werden? So viele Pfeile, wie wir zumindest haben. So, weg mit dir. Immer in Deckung gehen hier wieder. Natürlich das Problem, wenn die hier Schilde haben. Dann kommen wir da auch mit unseren Pfeilen nicht so gut durch. Verdammt. Vielleicht keine Munition mehr. Letzter Schuss. Okay, das war's. Ich sag mal, unsere Bogenschützen, die sollen mal angreifen. Und vielleicht können wir hier schon mal eine der Leitern aufstellen. Anheben und rauf da.
Und auch hier. Ach, guck mal, die Landianer sind gleich schon kaputt hier. Vom Verhältnis oben. Wo seid ihr denn reingekommen? Seid ihr einfach durchs Tor marschiert oder was habt ihr gemacht? Gar nicht mitbekommen hier. Nach Belieben plänkeln. Ja, das hört man gern. Schlacht gewonnen. Wir haben 5 Leute hier ausgeschaltet. 3 aus unserem Trupp sind gestorben. Und wir haben hier einige Truppen, die wir eigentlich mitnehmen könnten. Nehmen wir vielleicht hier mal so einen Reihendurchbrecher mit. Und so einen Kataphrakt. Die Bannerritter sind auch nicht schlecht. Ja, da gucken wir mal, dass wir jetzt hier das so ein bisschen austauschen, das Ganze. Hier die Rekruten, die können wir mal loswerden. Dann nehmen wir dann stattdessen mal die guten Truppen mit. Ja, machen wir das mal so. Zack. Wunderbar. Das nehmen wir auch mit. Und die Burg gehört uns. Das ist doch schon mal schön. Hier sollen wir jetzt über den Besitzer abstimmen. Also wir wollen ihn nicht haben. Deswegen sagen wir eher vielleicht Godun. Die ist nämlich ein bisschen zu weit weg. Die zu verteidigen ist nicht so optimal. Da würde ich eher darauf setzen, dass wir in unserer Region irgendwo so ein bisschen die Burg bekommen. Bogen haben wir aufgelevelt. Da gucken wir mal. -50% Präzisionsmalus durch Rotation. Nachladegeschwindigkeit mit Bögen. Also rotieren machen wir eigentlich so in der Regel nicht. Die Nachladegeschwindigkeit. Ja, obwohl. Na, wenn man jemanden verfolgt mit dem Bogen. Ich nehme mal die Nachladegeschwindigkeit. Schauen wir mal. Speer. Nehmen wir die Sichtbarkeitsdauer von Spuren und die Reisegeschwindigkeit, wenn wir einen feindseligen Trupp verfolgen. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Können wir vielleicht gerade sogar mal speichern hier. Wir befinden uns im Krieg, also nehmen wir den Speicherstand. So, nächstes Ziel ist nach Lageta zum Belagern. Das ist hier eine Stadt. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Nahrungsreserven. Da müssten wir, wenn wir die vielleicht einnehmen, hier mal ein paar Nahrungsreserven kaufen. Das wäre eine Idee. Hier können wir nochmal einige unserer Truppen aufleveln. Ja, wunderbar. Weiter geht's. Wir behalten die Umgebung wieder so ein bisschen im Blick hier. Da kommt eine große Armee. Solange es nur die eine ist. Nee, da kommen 2. Okay, das heißt. Naja, wir könnten jetzt angreifen. Dann sind wir im Vorteil, wenn wir die Stadt einnehmen. Ich glaube, das würde ich mal machen. Okay, wo geben wir uns denn jetzt mal rein? Hier vielleicht nicht so viele Truppen. Holen wir uns mal hier die 14 Bogenschützen. Ja, und dann starten wir auch hier wieder. Gehen ein bisschen näher ran. Oh, sieht ziemlich offen alles aus hier. Ich denke, das bleibt auch größtenteils offen. Und wir versuchen hier wieder vielleicht den einen oder anderen. Ja, die gehen schon wieder weg. Ja, treffen wir den. Also muss ich höher, muss ich niedriger? Ich sehe es nicht so gut.
Ah ja, okay, jetzt treffen wir ihn. Schaut mal, was hier an der Palisade alles landet. An Pfeilen und Speeren. So, wir wollen zumindest einige ausschalten. Das war nicht so optimal. Der ist auch tot. Super. Den haben wir gut getroffen. Den treffen wir auch gerade so eben noch. Da müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht so oft getroffen werden. Gar nicht so einfach hier. Boah, ich glaube so 3, 4 haben wir schon ausgeschaltet. So, wir brauchen Pfeile. Die haben wir ja genug. Nehmen wir uns mal ein paar. Boah. Riskant, aber hat geklappt. Ja, den treffe ich da oben nicht so gut. Schade. Da so irgendwie ran? Nee, schade. Tja, sollen wir uns vorwagen? Was meint ihr? Oder wir warten vielleicht mal, bis das Tor offen ist. Jetzt haben wir hier nochmal ein paar Pfeile gerade. Ah, jetzt treffen wir ihn auch. Oder auch nicht. Okay, Munition ist leer. Wir wagen uns mal vor. Ja, da stehen einige auf der Mauer oben. So, wir sagen auch da, greift mal an, Leute. Sieht doch aber bisher ganz gut aus. Ich glaube, das Tor ist auch schon zerstört. Der ist K.O. Ja, die Mauer haben wir hier gut gesäubert. Der ist weg. Wie die Bauern mit ihrem Hämmern. Weg mit euch. Boah, da haben wir beide gleich weggehauen. Verdammt. Hat uns doch noch getroffen. War trotzdem sehr erfolgreich. Ich glaube, da haben wir gut was ausgerichtet heute. Ja, 19 Leute haben wir ausgeschaltet. Und nur 3 Verluste im eigenen Trupp. Ihr seid genau zur rechten Zeit gekommen, Iva. Ich werde euch das nie vergessen. Ja, dann nehmen wir die 3 hier mal im... Achso, Milizbogenschützen, die sind eigentlich überhaupt nicht gut. Deswegen lassen wir die mal da. Die können nämlich nicht aufsteigen. Das ist immer so das Problem. Ja, seht ihr hier, das sind einfach nur Stufe 2 Truppen.
Die wollen wir nicht haben. Und das sind wir natürlich alles gerne mit. So, die Stadt ist unsere. Lageta. Jetzt heißt es natürlich, dass wir hier auch warten müssen. So, Handel wollten wir treiben. Wir brauchen nämlich ein wenig Proviant. Da können wir nur die 6 mitnehmen. Mehr gibt es hier nicht. Schade. Und wir können ein paar unserer Sachen wieder verkaufen. Gepanzertes Bärenfell hier 12. Ist gar nicht mal so schlecht. Die Sachen können auf jeden Fall mal weg. So, ein Lederschild haben wir. Und ein stumpfes Ritterschwert. Das nutzen wir mal, um gerade unseren Kemel wieder auszurüsten. Ja, da ist der Körperpanzer eigentlich ein bisschen besser, aber das passt ganz gut hier zu ihm. Und ein Schild wollten wir dir noch geben. Sieht es denn mit den anderen aus? Hier der Tore. Der Rühlan, der hat schon ein großes Bärenfell. Tore können wir natürlich das hier mal geben. Aber das sieht sehr mickrig aus, wenn ihr mich fragt. Dann behält er das an. Okay, dann können wir tatsächlich das Bärenfell wieder verkaufen, denke ich. Und die Klinge, die braucht auch niemand. Und wir rekrutieren vielleicht die beiden Truppen nochmal. Gehen in die Taverne, verkaufen unsere Gefangenen. Und schauen nochmal in der Schmiede vorbei, wenn wir schon mal hier sind. So, was können wir da noch machen? Dann nehmen wir den hier. Ja, 4000 Gold. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Auch da. Klingt sehr gut. Ja, gut. War nicht zufrieden, aber wir haben eigentlich alles erfüllt gehabt. Okay, super. Zurück zur Armee. Wir warten. Ja, traut euch ruhig. Greift an. Die trauen sich nicht. Galmaris zum Belagern. Oh, 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 oh. Das wird ein großer Kampf. Wir stimmen vorher nochmal ab über den neuen Besitzer. Ja, das kann Godun ruhig haben. Wir enthalten uns deswegen und sparen uns den Einfluss. Und wir sind leider verwundet, deswegen können wir selber nicht an der Schlacht teilnehmen. Können nur unsere Truppen reinschicken, das machen wir natürlich auch. Und wir gewinnen das Ganze. Wir haben Ansehen bekommen, wir erhalten Einfluss hier, knapp 24 Moral und 16% der Beute. Ja, auch einige der Gefangenen stehen uns zu. Die lassen wir aber frei. Wir wollen nämlich unser Verhältnis zu denen einfach ein bisschen, ja, erhöhen. So, hier nehmen wir natürlich die richtig guten Truppen mit, um einiges aufzufüllen hier. So, wir sind bei 130. Gucken wir mal. Erstmal die besten Truppen einfach mitnehmen. Damit ist uns schon sehr geholfen. Eine Schwertschwester wollen wir eigentlich nicht haben. Die können nämlich nicht unbedingt mehr weiter aufsteigen, außer hier auf die Stufe. Okay, nehmen wir vielleicht doch nochmal mit. So, wie viel Platz haben wir denn noch? 6 Leute können auch mit. Ja, das war's. Vielleicht können wir noch ein bisschen was austauschen. Hier die Verwundeten. Ja, ich glaube, den Rest brauchen wir nicht. Die Gefangenen nehmen wir aber alle mit. Und dann können wir auch gleich hier unsere Truppe nochmal weiter ausbilden.
Die nehmen wir auch noch mit. Super. Ein paar Sachen wieder zum Verkaufen. Und was haben wir hier? Ausstrahlung können wir weiter ausbilden. Volle Blüte oder jung und respektvoll. Verhältniszuwachs gegenüber dem anderen Geschlecht oder dem gleichen Geschlecht. Ich würde sagen, dem gleichen Geschlecht. Es gibt einfach in der Spielwelt hier mehr männliche Gegenparts, zu denen wir unser Verhältnis irgendwie verbessern wollen. Deswegen würde ich darauf mehr setzen. So, dann können wir gleich unsere Gefangenen hier nochmal verkaufen. Das trifft sich ganz gut. Die gegnerische Armee haben wir ausgehoben. Da kriegen wir auch nochmal 3743 Goldstücke für. Und wir können vielleicht hier auch direkt nochmal Handel treiben. Und wir brauchen auf jeden Fall ein paar ganz normale Pferde. Knappenbanner. Da gucken wir gleich mal, ob wir das irgendwie austauschen. Gegen eines, was wir schon haben. Ja, das kann alles weg hier. Ein Steppenbogen. Da gucken wir auch noch mal, ob das jemand gebrauchen kann. Die Sachen verkaufen wir erstmal. Klar, wir können das auch einschmelzen. Machen wir vielleicht zum Teil auch nochmal. So, das behalten wir. Dann bekommen wir erstmal hier 10.000. Das ist schon mal gut. So, wir schauen hier nochmal. Guck mal, der Bogen ist auf jeden Fall schon mal besser. Den Milizperr nach, den kannst du erstmal behalten. So, was haben wir hier? Guck mal, die Ritterlanze ist auf jeden Fall auch schon mal besser. Okay, das Schwert nicht unbedingt. Damit haben wir dann Rüland schon mal ein bisschen besser ausgestattet. Und Kemel Blutaxt, der braucht auf jeden Fall noch einiges. Da würde ich ihm auch mal eine Ritterlanze geben. Der soll nämlich bald auch zu Pferde gehen. Ja, obwohl... Ja, vielleicht reicht da sogar die Zweihandwaffe. Und stattdessen geben wir ihm vielleicht nochmal ein paar Bogen mit. Ja, da müssen wir dann nochmal warten, bis wir ein paar Pfeile haben. Dann sagen, den restlichen Kram verkaufen wir nochmal. Achso, und hier wollte ich nochmal gucken. Schildwallbanner. Ja, die sind eigentlich alle gut. Okay, die Standarte des Muts behalten wir dann nochmal. Und wie gesagt, die Sachen verkaufen wir dann erstmal. Ja, die können wir dann vielleicht einschmelzen, wenn wir schon mal hier sind. Da kommen wir nämlich gute Materialien raus. Und können hier den nochmal ganz fix herstellen. Wunderbar. Zurück zur Armee. Wir warten weiterhin. Und wir regenerieren auch gerade Gesundheit. Das trifft sich ganz gut. Dann können wir in der nächsten Schlacht auch wieder mitwirken. Nach Yalmaris zum Belagern. Da unten. Na, da bin ich mal gespannt. Die Sachen hier werden wir sowieso nicht lange halten können. Das ist einfach zu weit im... Oh.
Da gehen wir mal lieber raus. Das würden wir nicht überleben hier. Die werden jetzt auch gerade in die Enge getrieben. Das können wir uns von Vibe nochmal anschauen. Ach, okay, die lassen sogar ab von der Armee. Na, jetzt gehen sie wieder ran. Vielleicht können wir die ein bisschen weglocken. Ja, vielleicht schließt ihr einfach mal Frieden. Ja, das werden wir auch nicht ändern können da unten. Es ist schade, aber es ist so. Vielleicht können wir uns Goduns Armee nochmal anschließen. Die ist auch nicht so riesig. Mann knapp. Nach Burg Traktore. Zum Belagern. Ah, die ist hier unten. Ja, da machen wir nicht mit. Die wollen wir nicht haben. Das ist nämlich das Tor quasi zu den Aserei unten. Und wenn wir da angrenzen, dann besteht halt auch die Gefahr, dass die wiederum Krieg erklären. Die Tür wollen wir gar nicht erst öffnen. Guck mal, da ist nochmal eine Armee. Fafens Armee, wie viele seid ihr? 129, naja, das ist keine Armee. Frieden mit den Vlandianen, das siehst du wohl. Ja, da enthalten wir uns. Wir zahlen Tribut. Na, das hätten wir auch nicht ändern können. Finde ich jetzt nicht so gut. Aber okay, wir haben hier eine Stadt eingenommen, Lageta. Gar nicht mal so schlecht. Ja, und es herrscht jetzt erstmal wieder Frieden. Wer weiß für wie lange. Allzu lange wird der Frieden nicht anhalten. Wie sieht es denn hier aus? Clanrang. Da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir Stufe 4 erreichen. Dann können wir auch ein eigenes Königreich gründen. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen oder nicht. Es ist nämlich sehr, sehr, sehr schwer, finde ich, hier ein eigenes Königreich auf die Beine zu stellen und vor allen Dingen dieses Königreich auch zu halten. Das ist gar nicht so einfach. Aber wir können uns natürlich daran versuchen. Müssen wir mal schauen, wie wir dastehen, wenn es soweit ist. So, hier können wir nochmal eine Arena mitmachen. Knochenbrecher gibt es als Belohnung. Hacke vom Clan Jawal. Grüß dich. Ja, Rylan ist auch wieder mit dabei. Ja, super. So muss das aussehen. Tore. Ein bisschen auseinandergezogen, die beiden. Ah. Das war fies, ja. Aber Rylan levelt auch ein bisschen seine Wurffähigkeit gerade. Ja, gar nicht so schlecht hier, wenn die auch an den Arena-Kämpfen teilnehmen. Dann machen die nämlich auch alles mal. Das war's schon. Wir erhalten den Knochenbrecher und schmelzen den direkt mal ein hier. Den brauchen wir nämlich nicht. Und dann können wir aber auch noch schauen, was es hier für Bestellungen gibt. Tja, optimal ist das nicht.
ändert sich auch nicht großartig. Manchmal kann man einfach nicht viel machen. Weil wir einfach die nötigen Rezepte noch gar nicht haben. Um da die Variationen zu haben. Ja, hier werden wir auch nicht weit kommen. Will ich so eher auf die Waffenreichweite gehen. Ach, guck mal. Da können wir doch hier vielleicht nochmal was ändern. Stichschaden. Das wird auch nicht besser. Können wir lange rumprobieren. Hier können wir vielleicht noch was ausrichten. Naja, Kunde ist zumindest zufrieden. Das soll uns reichen. Wie sieht es hier aus? Wir können einen Fokuspunkt verteilen. Es kommt darauf an, wo wir besser drin werden wollen. Zweihändig ist eigentlich recht gut. Nutzen wir ja auch viel. Deswegen würde ich da nochmal einen Punkt reinsetzen. Und dann gehen wir über Saniopa erstmal Richtung Heimat und schauen, was da so los ist. So, Schmiede betreten. Auch hier schauen wir nochmal vorbei. Ja, eigentlich sieht das doch schon recht gut aus. Super. Waffenreichweite ein bisschen erhöhen. Reicht ja schon. Okay, und hier Schwunggeschwindigkeit. Handhabung. Kriegen wir das noch angepasst? Jo. Super. So, und dann gehen wir über Mycea. Beziehungsweise du gehst jetzt eh hier runter. Dann können wir auch hier über Phykan. Ne, wie heißt das? Phykaon können wir dann gehen. Schau mal, was da so los ist. Da ist, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, bis hier wieder Krieg ausbricht mit dem südlichen Imperium. Und das sind halt unsere angrenzenden Nachbarn. Ja, wir schauen hier nochmal kurz in der Schmiede vorbei. Lassen keine Gelegenheit aus, um das hier irgendwie zu leveln. Da haben wir schon echt eine große Auswahl hier an den Sachen. Macht es oftmals auch nicht unbedingt besser, weil man ja gar nicht so richtig die Eigenschaften hier hat, die man eigentlich braucht. Das sieht aber gut aus. Also die Auswahl ist manchmal einfach ein bisschen zu groß. Das ist super. Ja, da kommen wir auch nicht näher ran. Brauchen wir gar nicht versuchen. Was haben wir hier? Sehr schön. Haben wir Gefangene? Nö. Okay, dann lass uns mal nach Syronea zurück. Nordus der Stille levelt sich hier in Vogt. Sehr schön. Dann gucken wir noch mal kurz. Wie sieht es mit der Treue aus, die hält sich. 5 Tage brauchen wir noch für das Festgelände 2. Perfekt.
Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.